Die beiden stehen mitten auf dem brüchigen Eis. Plötzlich taucht ein gefiederter Pyroraptor hinter einem Felsen auf. Unter seinem Gewicht springt das Eis. Owen bricht ein und fällt ins Wasser. Der Raptor taucht nach ihm. Doch Kayla zieht Owen im letzten Moment zurück aufs Eis. Was für ein Arschloch. Die beiden flüchten sich auf eine Staumauer und von dort in einen eisernen Fahrstuhlkorb. Kayla hält ihren Elektroschocker durch die Gitterstäbe und setzt das Tier damit kurz außer Gefecht. Endlich fährt der Fahrstuhl abwärts. Alles klar? Ja. Ja, war nicht so wild. Und bei dir? Nein, nein. Schleuders jetzt Peilsender. Wir finden sie. Okay, okay. Du liebst sie wirklich, ja? Ja. Verstehe ich. Ich stehe auch auf Rothaarige. Unterdessen zeigt der Biosyn-Sicherheitschef Louis Dodgson ein Überwachungsvideo aus dem Heuschreckenlabor. Wer ist das? Das sind Grant und Shatler. Ist das live? Ist 12 Minuten her. Wir haben das Mädchen gesucht, da haben meine Leute es übersehen. Sie haben eine DNA-Probe genommen. Wie sind die da reingekommen? Mit einem Zugriffsschlüssel. Yankee White freigab. Eine Kamera hat es erfasst. Ian Malcolm hat Settler was in die Tasche gesteckt. Na gut, ich will ihn sehen. Und ebenfalls Ramsey, ja? Wo sind die jetzt? Auf dem Weg zum Flugplatz. Sie haben den Hyperloop gerade noch erwischt. Als der Hyperloop die Bernsteinmine passiert, stoppt ihn Louis Dodgson vom Kontrollzentrum aus. Maisie, Ellie und Grant sollen nicht entkommen. Kurz darauf kommen Ramsey und Ian Malcolm in die Zentrale. Sie wollten mich sehen? Oh gut, Dr. Malcolm, Sie sind gefeuert. Was? Und ich habe hier so eine ruhige Kugel geschoben. Sie können Ihren Zugangsschlüssel der Security geben, falls Sie noch haben. Ein Hyperloop-Pod ist in den Bernsteinminen stehen geblieben. Was? Wow! Was für ein Tag. Welcher Pod ist das? Sind da Dinosaurier in den Minen? Dinosaurier sind überall. Ich meine, genau genommen sind doch Vögel Dinosaurier. Rein geht's. Okay, Louis. Grant und Settler sind in dem Pod. Ein Security-Team muss sofort dorthin. Aber natürlich, Ramsey, danke. Aber wir wissen alle, was zu tun ist und wir regeln das. Danke, Doktor. Das war's, ha? Sonst gibt's nichts zu sehen? Ich glaube nicht, dass mir Ihr Ton gefällt. Sie sollten jetzt gehen. Ja, werde ich. Aber vorher sollte ich mich bei allen hier entschuldigen. Denn mein Mitwirken erweckt anscheinend den Eindruck, Biosyn wäre kein bis ins Mark verdorbenes Unternehmen. Das reicht Ihnen. Sie werden weichgekocht. Sie geben Ihnen so viele Beförderungen in so kurzer Zeit, dass Ihre Fähigkeit zum kritischen Denken darunter leidet. Oh mein Gott. Dadurch gibt es Türen, die Sie nicht mehr öffnen. Dinge, die Sie ignorieren. Aber vor allem anderen nutzt er Begeisterung aus. Für die,